Wer auf das Amtsgericht bestellt wird, der sollte ab sofort nicht mehr am Plauner Amtsberg danach suchen. Im Haus 8 der König-Georg-Kaserne an der Neuendorfer Straße ist das Gericht ab sofort unter neuer Adresse zu finden. Bereits seit Anfang dieses Jahres fällen die Richter in diesem renovierten Gebäudekomplex ihre Urteile. Am Mittwoch, dem 29. Januar, stand aus diesem Grund die feierliche Einweihung des Gebäudes unter anderem auf dem Terminkalender des sächsischen Justizministers Steffen Heidmann. Zusammen mit weit über 200 Gästen aus Politik, Kirche und Industrie sowie den Mitarbeitern des Amtsgerichtes fand diese Feierstunde im ersten Stockwerk des Gebäudes statt. Amtsgerichtsdirektor Gerd Schmidt sprach seinen Dank für die geleistete Unterstützung beim Bau und beim Umzug in das neue Gebäude aus. Justizminister Heidmann ging in seiner Rede vor allem auf die wechselvolle Geschichte der Plauner Justiz ein. Das Gebäude auf dem Amtsberg hätte einfach ausgedient und wäre dem Zweck entsprechend zu klein gewesen.